Dieses Fest ist das große Fest im Islam und dauert 4 Tage lang. Das Opferfest und seine Rituale finden im Zeichen der Erinnerung an Vater des Propheten Ibrahim, hier Abraham genannt, wo er als Prüfung von Allah bekommen hat, die Frage, ob er bereit wäre, sein Kind, sein beliebtes Kind zu opfern. Und hier war die Bejahung, dass er es machen würde. Aber hier hat Allah statt den Sohn, den Mensch, ein Opfertier ihm geschenkt und ihm befohlen, nicht den Sohn zu opfern. Der Hajj ist die 5. Säule im Islam. Eine Pflicht für jeden Muslim und jede Muslimin. Einmal im Leben. Und das geht nur zu diesen Tagen des Opferfestes. Alle Pilger treffen sich im Berg von Arafat. Das ist in der Nähe von Mekka. Und dort wird gebetet einen ganzen Tag. Und über Nacht gehen sie nachher zu einer Ortschaft namens Muzdalifa. Und nachher fangen die rituellen Bewegungen von Hajj. Und eine davon ist 7-mal rum von diesem schwarzen Würfel. Im Opferfest wird das Opfertier geschlachtet in Erinnerung an das Opfertier von Prophet Abraham, Ibrahim alaihi assalam. In der Regel werden Schafe geopfert. Und hier ist wichtig zu betonen, Tierschutz im Islam, dass man sehr behutsam umgehen muss mit diesen Tieren. Das Fleisch soll in ein Drittel für sich selbst, ein Drittel für Nachbarschaft und Freunde und ein Drittel für Bedürftige gespendet werden. Und hier ist die Botschaft des sozialen Zusammenhalts gerade in diesen Tagen, die aber uns eine Kraft geben, dass dieser Zusammenhalt nicht nur zu den Feiertagen geben soll, sondern das ganze Jahr über. Als Erste gehen die Muslime in die Moschee beten, von überall, und werden Bittgebete auch auf der Straße ausgesprochen, ähnlich wie in Pilgerfahrt selbst. Danach wird das Opfertier geschlachtet, nicht zu Hause und nicht auf der Straße, sondern in den Schlachthöfen. Und danach gespendet, zubereitet und Besuche zwischen den Bekannten, Freunden, Nachbarn und vor allem Geschenke für die Kinder und neue Kleidungsstücke im Zeichen einer Freude an diesem Tag. Das Fest gilt eigentlich nicht für die Pilgerreisenden. Die haben eine ganz andere spirituelle Stimmung und Bittgebete durchgehend und Gebete und Besuche von Al-Kaaba und gehen zum Berg von Arafat und andere Geschichten, die sie verfolgen müssen. Und sie haben eine anstrengende Zeit dort durchzuführen. Ich war 2-mal in Al-Hajj und was mich dort fasziniert hat, ist die Antirassismus-Botschaft im Islam, wo man Menschen auf die verschiedensten Ländern, verschiedenste Sprachen, verschiedensten Hauptfarben mit den gleichen Kleidung, mit der gleichen Stimme, mit dem gleichen Gebet gemeinsam leben. Hier ist eine Botschaft, dass alle Menschen die gleiche Würde haben, was man aus diesem Hajj mitnimmt und auch anderen erzählt.